Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Love in New York. Heute habe ich ein richtig leckeres Thema für euch und zwar eins meiner Lieblingsthemen, Food Markets in New York. Ihr habt eine riesige Auswahl. Ich stelle euch gleich mal ganze 10 Stück vor, die sich komplett verteilen über ganz New York. Meine Lieblinge verrate ich euch auch und ich kann euch nur so viel sagen, es wird lecker, es ist günstig und ihr werdet richtig viel Spaß dabei haben. Viel Spaß mit meiner besten Liste. Der wohl bekannteste Food Market ist der Chelsea Market, der nicht weit vom südlichen Ende der High Line zwischen dem Meatpacking District und Chelsea zu finden ist. In dem Gebäude wurden früher die berühmten Oreo-Kekse hergestellt. Mittlerweile gehört es dem Konzern Google, der es für über 2 Milliarden Dollar 2018 gekauft hat. Heute findet ihr in den Hallen Bäckereien, Weinhändler, Gemüsehändler, ein Fischgeschäft, Sushi-Bars, eine Fleischerei mit Steak-Restaurant und vieles, vieles mehr. Der Small Gasburg Food Market in Williamsburg ist mit über 20.000 Besuchern pro Wochenende der angesagteste Open-Air-Food Market in New York City. Hier trifft man sich in den warmen Monaten, isst, trinkt und genießt den Ausblick auf die Manhattan Skyline an der East River Waterfront. Small Gasburg bedeutet so viel wie eine Mischung aus Essen und bietet eine riesige Auswahl von kleinen Ständen, die die leckersten Köstlichkeiten aus der Umgebung anbieten. Das Besondere an Smorgasburg sind die Öffnungszeiten, denn im Gegensatz zu den normalen Food Markets, die ihr fast jeden Tag besuchen könnt, sind sie jeweils nur an einem festen Wochentag geöffnet. Jeder der mittlerweile 4 Smorgasburg Locations haben sich clevererweise auf einen anderen Wochentag festgelegt. Der Smorgasburg an den Hudson Yards ist der kleinste von allen. Er hat jeden Dienstag und Mittwoch von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Spot am World Trade Center hat schon 30 Stände und ist freitags ebenfalls 11 bis 19 Uhr für euch da. Die größten mit jeweils über 100 Ständen sind die in Brooklyn. Der Smorgasburg in Williamsburg am East River State Park ist Samstag von 11 bis 18 Uhr und der Smorgasburg im Prospect Park sonntags zur gleichen Zeit geöffnet. Der Time Out Market in Brooklyn ist der nächste Food Market, den ihr unbedingt besuchen müsst. Wir waren von der großen Auswahl und von der Dachterrasse beeindruckt, von der ihr einen sensationellen Blick über den East River, die Brooklyn sowie die Manhattan Bridge habt. Wenn ihr also im Brooklyn Bridge Park unterwegs seid, solltet ihr unbedingt einen Zwischenstopp einlegen. Mein Tipp? Von dort ist es übrigens auch nur noch 200 Meter bis zu einem der beliebtesten Fotospots der Stadt entfernt. Geht einfach bis zur Ecke Water und Washington Street, ihr könnt es nicht verfehlen. Fast zeitgleich dazu hat der Food Market Little Spain an den Hudson Yards eröffnet. Wie der Name schon vermuten lässt, hat er sich voll und ganz der spanischen Küche verschrieben. Dazu ist auch noch sehr stylisch eingerichtet. Das Little Spain ist etwas hochpreisiger, aber wirklich gut. Ein passendes Video zu diesem Food Market in New York habe ich für dich im Video oben und in der Beschreibung unten verlinkt. Von Spanien geht es jetzt nach Italien, zur Italy, die es gleich zweimal in New York gibt. Die Italy Downtown gehört zu meinen Lieblings-Food Markets. Hier könnt ihr direkt auf das One World Trade Center und das 9/11 Memorial schauen. Die Preise sind für die Lage eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall werdet ihr euch hier richtig wohlfühlen. Am Flatiron Building findet ihr die zweite Filiale. Entweder esst ihr dort unten in einem der vielen kleinen Restaurants oder fahrt hoch in das Rooftop-Restaurant Birreria. Beide sind super. Die Kalb Market Hall in Brooklyn. Unweit der Brooklyn Bridge im Untergeschoss des City Point in Brooklyn kommt der Multikulti-Borough mit all seinen Geschmacksexplosionen und Hipster-Gerichten, die man sich nur vorstellen kann, zusammen. Willkommen in der DeKalb Market Hall. Die größte Food Hall New Yorks vereint bislang 40 verschiedene lokale Betreiber, die die Gegend nahe der Subway Station J Street nun zum kulinarischen Highlight der Gegend gemacht haben. Die City Kitchen ist eine weitere tolle Option, wenn ihr in Midtown seid. Unweit des Times Square im Theater District erfreut er sich großer Beliebtheit. Besonders schön ist es, wenn ihr das Glück habt, einen Platz am Fenster zu bekommen und ihr so auf das Treiben der Stadt schauen könnt. Der Gunsford Food Market. Unweit von der Highline und dem beliebten Chelsea Market entfernt, liegt der Gunsford Market. Ein relativ kleiner, überschaulicher Food Market, der seine Pforten vor mittlerweile 3 Jahren auf der 14th Street im Meatpacking District eröffnete. Mit rund 25 verschiedenen kleinen Spots könnt ihr hier euch durch die kulinarische Vielfalt von New York probieren und findet von Sushi bis Pizza und Lobster Roll wirklich alles.
Der Urban Space Vanderbilt Food Market in Midtown ist nur einen Steinwurf von der Grand Central Station entfernt und befindet sich im Inneren des Helmsley Building auf der Vanderbilt Avenue. Es gibt den Food Market auch auf der Lexington Avenue, dort nennt er sich Urban Space 570 Lex und in der Nähe vom Bryant Park. Der Gotham West Market in Hell's Kitchen ist davon gar nicht weit entfernt. Denn in der Gastronomie entlang der Highline treffen viele verschiedene Einflüsse aufeinander. Und kulinarisch wird das im Gotham West Market am deutlichsten. Ich liebe diesen Spot. Er ist nicht so überlaufen, das Design gefällt mir und das Essen ist so vielfältig, dass die Auswahl echt schwer fällt. Es ist auch ein tolles Ziel für euch, wenn ihr von dem Bootstour mit Circle Line oder dem Wassertaxi zurückkommt, denn er ist nur ein Block vom Pier 83 am Hudson entfernt. So, das waren sie, die 10 Food Markets in New York, die mir so spontan eingefallen sind. Und auch meine Favoriten habe ich dir jetzt ja verraten. Ich hoffe, du hast ein bisschen Hunger bekommen, auf jeden Fall viel Spaß dabei gehabt. Ich wünsche dir schon jetzt viel, viel Vorfreude, wenn du deine Reise gerade nach New York planst. Eine richtig fantastische Zeit dort und danke, dass du das Video angeguckt hast. Wie immer gilt, wenn dir unser Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal oder hinterlass uns einen Kommentar. Danke, euer Steffen von Love in New York.